Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Ja, Ibi, fast 90 Minuten, eine konzentrierte Abwehrleistung und dann so ein Gegentor. Wie groß ist bei euch allen die Enttäuschung jetzt nach dem Spiel hier in Hamburg? Ja, schon groß, weil es war sicherlich ein glücklicher Sieg für Hamburg am Ende, obwohl sie, denke ich, mehr Ballbesitz hatten über die komplette Spielzeit. Aber wir haben es kämpferisch gut gemacht in der ersten Halbzeit, spielerisch teilweise gut. In der zweiten Halbzeit konnten wir leider nicht mehr so viel Entlastung schaffen und wurden ja reingedrückt hinten, denke ich, und hatten eine große Chance in der zweiten Halbzeit von Musa. Ansonsten hält Schubi 3-4 Mal sehr, sehr gut und ja, am Ende sicherlich unglücklich, aber das ist Fußball und Fehler gehören sicherlich auch zum Fußball und es macht den Fußball interessant und ich denke, in der Zukunft wird das Glück auch wieder auf unserer Seite sein. Ja, aktuell sehr groß natürlich. Wie du es gesagt hast, wir haben uns viel vorgenommen auch. Wir haben, glaube ich, über das gesamte Spiel sehr konzentriert verteidigt, haben auch immer wieder Nadelstiche gesetzt, hatten auch unsere Momente, wo wir den Ball haben gut laufen lassen. Ist eigentlich alles aufgegangen, wie wir es uns vorgenommen haben. Und dann ist es natürlich sehr bitter, dass wir jetzt 0 Punkte nach so einem Spiel haben. Wie hast du die Situation gesehen mit Mischupi und Linus Warkes? War das, glaube ich, war das ein Abstimmungsproblem? Ja, ich war ein bisschen weiter entfernt. So wie ich es mitbekommen habe, war es, glaube ich, ein Abstimmungsproblem. War es natürlich auch bei der Kulisse dann manchmal auch schwer. Sehr bitter, dass es passiert, aber da machen wir den Jungs natürlich keinen Vorwurf. Das kann immer mal passieren. Und wie gesagt, es ist jetzt einfach sehr bitter, dass wir nach so einem Spiel 0 Punkte haben und die Enttäuschung sitzt natürlich gerade tief. Schubi meinte auch, dass das ein Kommunikationsfehler war irgendwie oder er Torwart gerufen hat und der es nicht richtig verstanden hat. Und ja, es passiert halt. Schade, dass es passiert, aber wie gesagt, es gehört dazu und die beiden werden das jetzt, denke ich, schnell abhaken und dann geht's weiter nächste Woche. Einsatzwille, Kampf, Leidenschaft, alles war da. Und es sind viele Sachen, die wir heute gesehen haben, die Mut machen für die kommenden Spiele, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, sicherlich für jeden schön gegen in so einem Stadion zu spielen hier und gegen der, ja, in Anführungsstrichen Bundesliga-Mannschaft und das müssen wir aber gegen jeden die Gegner zeigen und gegen jeden Gegner immer wieder über die komplette Spielzeit zeigen und das ist jetzt die Aufgabe für nächsten Sonntag und da rechnen wir uns natürlich mehr aus als heute, klar, also wollen natürlich die 3 Punkte holen für unseren Fans zu Hause. Ja, ich glaube, das sind die grundlegenden Tugenden, die wir in jedem Spiel bringen müssen. Ich glaube, dass wir heute alles rausgehauen haben, dass wir auf Augenhöhe waren mit Hamburg auch, vor allen Dingen was die Laufbereitschaft anging, aber auch, ich glaube, wir hatten ja auch sehr gute Chancen, auch ein Tor zu erzielen. Und natürlich macht jetzt so eine Leistung auch Mut. Wir müssen jetzt gegen Regensburg natürlich genauso wieder alles geben, alles raushauen und dann hoffentlich mal wieder 3 Punkte zu Hause einfahren. Knapp 8000 Fans heute im Gästeblock gewesen, die euch unterstützt haben. Ziemlich außergewöhnlich, oder? Gerade an einem Montagabend. Ja, du sagst es. Also ich denke, am Montagabend 8000 Fans mitgekommen. Schon einmalig in Deutschland und ja, super Stimmung gemacht und nach dem Spiel auch positiv gewesen, was mir persönlich gefallen hat. Die haben anerkannt, dass wir versucht haben, alles zu geben und natürlich unglücklich dann am Ende verlieren. Ich denke, schon einen Punkt hätten wir mitnehmen können und hat sich der HSV auch nicht beschwert. Ja, absolut. Das wissen wir auch. Da sind wir auch sehr dankbar drüber, dass wir so eine großartige Unterstützung haben durch die Fans, jetzt auch an so einem ja, für die Fans schwierigen Zeitpunkt. Also Montagabend ist ja nicht einfach für jeden auch anzureisen. Aber ich glaube, wir haben heute auch alles rausgehauen. Das haben die Fans auch honoriert nach dem Spiel mit einem Applaus. Ich glaube, wir müssen jetzt weiter mit den Fans eine Einheit bilden und dann werden wir in den nächsten Spielen auch wieder punkten. Alles Gute, danke dir und bis nächste Woche.